Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei Oraculum Mensis, ein Monatsorakel, Januar 2018. Bevor ich das beginne, möchte ich dieses Legesystem bekannt geben, vorstellen. Dieses Legesystem wurde von mir entworfen und ich erkläre die Bedeutung. In der Mitte befindet sich Sonne und Mond. Hier Mond und das ist ein Symbol für Mutter, für das Unbewusste, das Verborgenes, für die Gefühle und für die Nacht. Hier ist die Sonnensymbol und das ist für den Vater, das Bewusstsein, die Klarheit, das Denken und der Tag. Das bedeutet Mutter, Vater, männlich, weiblich, bewusste, unbewusste, Klarheit, Verborgenen, Denken und Fühlen, Tag und Nacht. Das sind die Gegensätze, aber ein Einklang, eine Einheit und es liegt in die Mitte. Dann kommen die astrologischen Symbole. Einmal die Merkur-Symbol und das bedeutet Nachricht, Gesprächen, Handlungen. Dann die Venus-Symbol, die Dame, Liebe, Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie, Ästhetik, Selbstständigkeit, Frieden, kleines Glück. Dann ist die Mars-Symbol hier. Das ist der Herr, bedeutet auch Kraft und Mut, Durchsetzungskraft und auch Bewegung. Hier ist die Jupiter-Symbol, das bedeutet Glück, Chancen, Möglichkeiten, Glauben, Wissen, rechtliche Lage oder Gerechtigkeit. Hier ist die Saturn-Symbol, Weisheit, Sicherheit, Stabilität, Lernaufgabe, Karma. Hier ist die Uranus-Symbol, Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Hier ist die Neptun-Symbol, Träume, Visionen, Spiritualität, Intuition und Inspirationen. Und hier ist die Pluto-Symbol, Wandlung, Transformation, innere Kraft, Loslassen von etwas verabschieden, trennen, kündigen, loslassen und diese Kraft spüren, diese innere Kraft für einen Neubeginn. Das ist die Prozesse, die Transformation. Also das sind die astrologischen Symbole, die Plätze. Und da werde ich die Karten auslegen und das wird dann die Oraculum Mensis sein, ein Monatsorakel für Januar. Und das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Oraculum Mensis, ein Monatsorakel für Januar 2017. Die Legesystem habe ich gezeigt und wir schauen an die einzelnen Plätze. Ich beginne in die Mitte bei Sonne und Mond, beziehungsweise der Beginn ist bei Mond. Und das ist diese Karte hier. Mond, wie ich schon sagte, entspricht den Gefühlen, die Intuition. Was sagt die Intuition, das innere Gefühl in diesem Zeitraum Januar 2018? Ein Ausweg zu suchen oder auf die Reise zu gehen. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Welche Möglichkeiten haben wir in diesem Monat einen beruflichen Erfolg? Diese Karte bedeutet auch
Es werden Überraschungen kommen. Also das ist auch wichtig, das zu verinnerlichen. Thema ist Reise oder innere Reise. Dann vertraut sein, dass das unerwartete Ereignisse kommen oder Überraschung, womit wir noch nicht rechnen. Und dass wir verinnerlichen sollen, wo liegt unsere Berufung, weil das ist der Zeitpunkt für berufliche Karriere, beruflichen Erfolg. Sonne ist natürlich Klarheit, Orientierung und worüber sollen wir im Klaren sein in diesem Monat, das zeigt diese Karte an. Und diese Karte sagt aus, das sind noch Hindernisse, da ist wie ein Knoten, aber Monat Januar werden diese Knoten lösen und auf den Problemen gibt es auch Lösungen und das soll im Klaren sein. Wenn ich das zusammenfasse, also wir sollten verinnerlichen, dass das beruflichen Erfolg da ist, eine Reise kann auch eine Bedeutung sein und dass wir beruflich Chancen haben. Vielleicht kommen überraschende Ereignisse oder Angebote und die Hindernisse, die Probleme werden auch gelöst. Gibt es da auch Lösungen? Diese Karte hier ist die Merkur-Symbol. Und nicht die Karte, sondern dieser Platz hier handelt sich bei diesen Karten um Gespräche, Kommunikation. Was drückt diese Karte aus? Die Selbstbehauptung, eigene Meinung vertreten. Und das können wir im Januar erfolgreich vertreten, weil anderen hören auf unseren Worte, hören zu und wir können andere von etwas überzeugen. Jetzt sind wir bei Venus. Die Platz der Venus natürlich, das kann eine weibliche Person sein, kann auch bedeuten die Thema Liebe, Partnerschaft oder Harmonie oder Glück. Und diese Karte zeigt einen gewissen Verrat. Was kann dieser Verrat bedeuten? Entweder ist eine weibliche Person in unserer Umgebung und da kommt Enttäuschung, weil sie verrät uns. Kann auch bedeuten, dass wir an die Liebe nicht glauben und da entsteht diese falsche Vorstellung von Liebe, sondern diese Karte zeigt Selbstvertrauen, Vertrauen an die Liebe und was die Kontakt betrifft, da eher vorsichtig sein. Und diese Karte bedeutet auch bezüglich auf die Liebe, dass wir nicht viel bewegen können momentan, sondern eher geduldig sein, abwarten, bis von anderen, von Herzensdame oder Herzensmann, bis die Annäherung kommt oder Gefühl gezeigt wird, eher warten und empfangen, weil wir fühlen uns momentan handlungsunfähig. Diese Karte bedeutet ein wieder, das ist die Platz Marses und hier handelt sich um Kraft, kann auch eine männliche Person bedeuten. Und diese Karte zeigt an, wieder erwachen. Wenn das um eine männliche Person handelt, dann erscheint wieder in unserem Leben eine wiederkehrende Begegnung. Also kehrt jemand wieder zurück von Vergangenheit. Wenn das nicht um die Liebe geht und nicht um einen bestimmten Mann geht, dann zeigt dieser Platz, dieser Mars, dieser Platz an, unserem eigenen Kraft und Mut etwas in Bewegung setzen. Und die Karte dazu ist eine Botschaft für uns, wir haben wieder Kraft.
Wir haben wieder Mut. Wir können wieder einiges in Bewegung setzen. Oder ein neues Auto oder wieder Sport. Also es handelt sich immer um Bewegung. Der nächste Platz ist der Platz für Jupiter. Und das ist dieser Platz und dazu die Karten in diesem Orakel. Und hier bei Jupiter Energie handelt es sich um Glück, um Chancen, Möglichkeiten oder Wissen, Erkenntnisse, aber auch um Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Wie ist die Energie am Januar? Da liegt das Glück. Diese Karte bedeutet, das trägt etwas Früchte. Unsere Arbeit trägt Früchte oder dieser Einsatz, wenn es um gerechtliche Situation handelt, dass wir das Recht bekommen. Also bedeutet Glück, Möglichkeiten, Chancen, etwas trägt Früchte. Wenn wir Geld investiert haben oder ausgeliehen haben, dieses Geld kommt auch wieder zurück. Und diese Karte bedeutet auch Geldfluss. Wo haben wir Lernaufgabe? Was sollen wir verstehen? Da brauchen wir die Weisheit und das ist die Platz Saturns. Und das ist diese Karte, das ist die Sonnensymbol. Und Sonne hat einen Bezug zu unserem Selbst. Wir sind weise, wenn wir mit unserem Selbst bewusst sind. Wir brauchen dieses Bewusstsein, weil das ist auch die Ausstrahlung und das ist auch wichtig, in welchem Energiefeld wir haben. Und das kommt von unserem Inneren, von unserem Denken und Fühlen. Und wir sollen selbstbewusst auftreten, selbstbewusst sein. Und das ist die Lernaufgabe, das zu praktizieren in die nächste Zeit. Uranus Einfluss, das ist der Platz hier für Uranus und die Karte dazu. Uranus vermittelt unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Und diese Karte ist nicht unbedingt die gleiche Energie, was Uranus vermittelt, weil Uranus kommt unerwartet plötzlich schnell. Und hier diese Karte vermittelt genau das Gegenteil. Wir sollen noch geduldig sein. Es ist noch etwas unvollständig. Also wenn wir im Januar dieses Bedürfnis haben, wir möchten schnell handeln oder schnelle Entscheidungen treffen, weil wir da Chancen, Möglichkeiten sehen, dann vermittelt diese Botschaft lieber langsam, geduldig sein, etwas noch überprüfen. Es lohnt sich, weil etwas ist noch nicht geklärt, etwas ist noch unvollständig. Der Platz der Neptun ist hier. Neptun vermittelt Träume, Visionen, Vorstellungen. Und hier diese Karte ist die Selbstkontrolle. Wenn wir versuchen, diese Gefühle und Träume zu kontrollieren, damit grenzen wir uns ein. Und hier ist auch eine klare Botschaft, Vertrauen an unserem Gefühl, auf unserer Intuition, auf unseren Träumen, weil wenn wir versuchen, das zu verstehen und das auch noch kontrollieren, damit schränken wir uns ein. Die nächste Platz ist die Pluto-Energie, die transformierende Kraft, wo wir die Veränderung geben. Was gibt uns diese innere Kraft zum Weitermachen? Die Bestätigung. Und wo haben wir noch Aufgabe, etwas in Fluss zu bringen? Etwas transformieren, wie Gefühle, wie Angst oder Zweifel, damit wir da Erfolg haben, das ist die Liebe. Wir lernen Monat Januar verabschieden von alten Erinnerungen, von alten Enttäuschungen. Oder wir verabschieden von Gefühlen, wie ich zweifle an dieser Liebe oder ich habe Angst von dieser Beziehung, weil das stört. Und wenn wir in der Lage sind,
davon trennen, verabschieden, loslassen oder die Vergangenheit abschließen, das ist dann die Ergebnis, die Liebe. Die Liebe erwartet uns. Und das hat auch Bezug zu der Venus-Energie hier. Auch wenn wir momentan handlungsunfähig sind, trotzdem wird die Venus-Energie, weil es kommt etwas entgegen. Wir empfangen das. Und das war dieser Monatsorakel. Und dazu die Legesystem. Dieser Legesystem könnt ihr auch bestellen. Befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.